Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer Opferung. Wir haben hier heute Schafi und wir haben hier heute ein Division-Siegel und diesen Altar. Und wir sind ein bisschen zu früh dran, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen warten. Wir werden jetzt gleich dieses Ritual hier durchführen fürs Division-Siegel, damit wir die Infinite-Dinger da bauen können. Nicht die Infinite, sondern die, ihr wisst, was ich meine. Perform the Sacrifice. Miss. Au. Hey. 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 Komm her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Jetzt. Endlich. Okay. 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 Genauso wollten wir das. Nein, nein. Nein, wir brauchen eins davon. Oh nein. Wir brauchen nur eins, das reicht uns. Aber wir brauchen das auf jeden Fall. Nur wo stellen wir es hin? Wir brauchen es. Es darf nicht anfangen zu brennen. Wenn das jetzt anfängt zu brennen, haben wir ein Problem. Stone. Cobblestone. So, du wirst nicht anfangen zu brennen. Du bist ein feiner Block. Stimmt's? Du bist ein feiner Block. Los, los, los. Ja, gut. Den haben wir uns auf jeden Fall mal aufgehoben. Den müssen wir auf jeden Fall in richtigen Situationen wieder rausholen. Und wir brauchen unseren Enchantment Table zurück. Da sind nämlich Dias draufgegangen bei. Bedeutet erstmal das da abbauen. Habe ich davon Cursed Earth bekommen? Nein, habe ich nicht. Wir haben keinen Sick Touch drauf, deswegen bekommen wir auch keinen Cursed Earth. So. Also, wir haben ein Aktivierungsritual durch. Bedeutet, das hier müsste aktiviert sein. Genau. Das ist schon mal gut. Bedeutet, wir können diese Infinite Ingots machen. Und das mit unseren Sachen halt und Infinite Ingots ist gut, weil damit können wir auch die bessere Gießkanne machen und so weiter und so fort. Und wir haben auch aus irgendeinem Grund Glowstone Ingots erkriegt. Was? Wo haben wir den Glowstone Ingots herbekommen? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, woher wir die haben. Aber ist auch egal. Wir gucken mal gerade, ob wir damit irgendwas besiegelt haben, irgendwas bekommen haben. Nein, haben wir nicht. Beta ist nicht das, was ich gerade geguckt habe. Das hier. Da müssen wir später anfangen, das anzugucken, weil hier unten ist irgendwo Division Siegel activated und das Pseudo-Invasion Siegel haben wir auch. Wir müssen eigentlich nur das QED machen. Und 12 von den. Okay. QED. Was willst du dafür denn gerade? Ist das alles? QED. So, wir brauchen einmal das da. Kriegen wir hin. Wenn wir das jetzt hier craften würden, bräuchten wir auch zwei davon. So. Dann bräuchten wir davon mal ein paar mehr. Und wir bräuchten das dann noch. Burnt Quarz. Burnt Quarz brauchen wir noch. Quarz. Aber ja. Hulululululul. Vier Stück bitte. Dankeschön. Bitte auf Schmelzen. Dankeschön. Und dann haben wir nämlich auch noch vier von denen. Dann haben wir das durch und dann ist das wundervoll. QED. Ein QED haben wir fertig. Was brauchen wir noch? Flux Crystals. Ender Flux Minus, oder? Zwölf davon. Kriegen wir das hin? Ja. Ender Flux. Da sind zwei Leerzeichen zwischen, oder? Ender. Ender Minus? Jetzt ist es auf einmal Minus. Ender ist. Achso, die Crystals. Ja, okay.
Erstmal brauchen wir davon wieder mehr. Machen wir mal einen Stack davon. Brauchen wir. Und wir brauchen die Eye of the Ender. Brauchen wir auch mindestens mal 16 von. Ne, 12 brauchen wir davon. 12 brauchen wir ganz genau. Fällt mir gerade auf. Wir können die Zahlen ja ganz genau nehmen. 12 Stück. So. Damit haben wir die Quest fertig, oder? Damit haben wir auch die Quest fertig. Damit haben wir auch die Quest fertig. Und die müssen wir dann später noch craften. Aber wir haben die fertig. Gut und Greater. Wir machen zuerst die Greater auf. Wir schaffen das. Oh, ein Chunkloader und ein Spotloader. Nice. Oh, Dolls. Nicht so nice. Aber egal. Okay. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist toll. So. Das Division-Siegel ist anzuwenden für die Unstable Ingots. Und die Unstable Ingots brauchen wir halt. Und die Semi-Unstable Ingots kommen zu Stable Ingots. Das ist toll, ja. Oh. Nach 10 Sekunden wird das Ding explodieren. Nice. So, was ich jetzt aber eigentlich machen wollte mit den Unstable. Unstable. Es gibt Unstable Ingot. Die Blocks gibt es zum Beispiel. Aber es gibt auch eben die Möglichkeit mit den Unstable Ingots Pickaxes und sowas zu machen. Das hier ist, glaube ich, die sind nicht zerstörbar, die Pickaxe. Und es gibt aber auch das Eternal Sword. Schwert, Sword und so weiter. Und den Angel Ring. Der Angel Ring ist momentan noch nicht erreichbar wegen dem Netastar. Deswegen, das wird ein bisschen schwierig. Was wir aber machen können, ist Bedrockium-Schüssel. Unbreakable. MCCCCXXXXVII. Okay. Also der ist schon mal sehr unbreakable, habe ich mal gehört. Das hier, das Etheric Sword. Damit können wir uns eine... Wie heißt's? Damit können wir uns ein Soulfragment wegnehmen und später mit Bedrockium Dinge tun. Bedeutet, das können wir dann damit machen. Jetzt haben wir aber für jetzt erstmal ein Gedöns hier. Ja, gut. Das ist ungefähr das, was ich sagen wollte. Ungefähr. Weiß nicht genau was, aber ja. Farming Stations waren unsere letzten Folge unser Problem. Und dafür brauchen wir einen Zombie-Head. Und das ist doof, weil wir haben kein Zombie-Head. Deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten doch eigentlich auch noch eine andere Monsterfalle irgendwann bauen für Zombie-Heads, weil hier bekommen wir momentan keine her. Und bis wir das getan haben, ich sehe gerade, wir sind hier schon wieder echt gut Ding. Das hier sortiert auch fleißig mit aus, das ist richtig cool. Währenddessen das ganze Ding weggeht, müssen wir unser Teil hier vorne noch ein bisschen erweitern. Und das werden wir jetzt mal tun. Das fällt mir gerade auf, das sollten wir nämlich eigentlich schon lange tun. Laser. Vielleicht sollten wir so Laser. Oh, Advanced. Nice. Das müsste eigentlich 64 Stück. Passt. Energy. Passt auch. Sehr schön. Und wir müssen das an eine andere Stelle stellen. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären, warum. Das steht dann da zwar sehr toll, aber hier kommt trotzdem eigentlich was anderes hin. Deswegen kommt hier was anderes hin. So. Und das müssen wir jetzt aber nicht so abbauen. So, Yeta Ranch bitte. Dankeschön. Okay. Also, das haben wir weg. Und wir müssen es immer noch irgendwo hinstellen. Und dafür müssen wir einen gescheiten Ort finden. Und ich würde das einfach hier hinten an der Seite machen. Oder hier vorne an einer größeren Plattform, die wir halt auch erstmal bauen müssten. Aber wir müssen sowieso den Weg einmal außenrum bauen. Und zwar mit Cobblestone Slabs. Davon haben wir nur sehr wenige, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Und Stone Slabs. Was? Ach, ich habe T gedrückt. Stone Slabs, da. Ich sollte eventuell mal hier ein bisschen Energie ziehen lassen. So. Das könnten wir auch noch machen für Bedrockium, dass wir hier mal die Dinger durchlaufen lassen.
Wir hatten hier doch noch genug für einen Crafter drin, oder? Craftet hier 1. Hat theoretisch genug Power, letztendlich, mit dem Ding. Es braucht halt auch wieder Energie. Das müssen wir dann gucken irgendwann. Also wir stellen es mal oben drauf, um es nicht zu vergessen, dass wir das irgendwann brauchen werden. So. Sehr schön. Das, was ich gerade bauen wollte, kriegen wir aber auch so gebaut. Boing. So. So. Das ist eine extrem große Fläche, die die hier auffüllen wollen, wenn ich einmal falsch drücken will. Das ist nicht gut. Das verleitet mich dazu, das falsch zu machen. Okay. Uiuiui. Oh nein, jetzt sind wir in dem Fall. Okay. Oh. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir so machen. So. Und ja, nice. Wir haben so gut wie keine Sachen mehr, die wir brauchen, aber wir haben Kabel hier drin. Das ist gut, weil Kabel können wir hier gerade mal durchjagen. Können wir gleich mehr durchlagen eigentlich, Kabel. 2 Stacks mehr bitte, dankeschön. Wir haben noch 4 Wind Generators. Ich habe mal eine Idee. Octatic. Framework. Und ich hätte ganz gerne den Crafter von gerade eben, den ich im Inventar noch haben müsste eigentlich. Ne, der steht hier oben drauf. Ich weiß, ich tue schon wieder 3 Dinge gleichzeitig, aber gerade die Idee. Wird schon gut gehen, wird schon passen. So, wir stellen den Cobblestone Framework Gedöns dahin, das dahin, okay. Daraufhin, da ist der und eins nach oben. Einmal... So, das Ding ist instavoll, das ist sehr gut. So, wenn ich dem jetzt sage, er soll nach oben ausgeben, dann tut das nicht aus irgendeinem Grund. Doch, tut er. Wenn ich so mache, tut das. Und wenn ich dem jetzt sage, erstes Rezept wäre hier Cobblestone zusammen, Crafty, intern. Dann tut er das. Und ist auch schnell genug, so wie es aussieht. So. Das soll er mal gerade extern tun. Warum ist das nur so schubweise? Die Sachen werden nur schubweise rausgeholt. Okay, aber das läuft ja trotzdem relativ flott und dann haben wir damit schon mal doppelt compressed Cobblestone ein bisschen. Obwohl das eigentlich mit den Compacting Trawern schneller gehen würde momentan oder wenn wir das alles intern machen lassen würden. Keine Idee, Moment. Wir upgraden das nochmal ein paar Stufen. Der Crafter Tier 2 braucht nämlich auch noch mal welche davon. 2, 3, 4. So, Tier 2. Tier 3, so. Der kann mehr halten, der kann mehr machen, das ist toller. Aber der hat die Rezepte wahrscheinlich verloren. Nee, hat er nicht. Ein Monster ist es, ein Monster. So, Double. Bitte. Speichere dich ein als Triple, intern, Apply.
So, Triple, bitte, intern, apply. So, das läuft jetzt einfach durch. Das kostet auch keinerlei Energie für die Dinger. Die rattern das kurz durch, das ist überhaupt kein Problem für die. Ja, das zieht nicht mal was ab. Und das auch nicht. Wenn wir hier auf Fast gehen, dann bringt es trotzdem leider nichts. Ich glaube, schneller geht's nicht. Das ist das Schnellste, was wir momentan haben. Aber wir haben schon drei... Ja, schon das nächste. Quintuple können wir schon machen. Nice. Intern, apply. So, Quintuple müssten wir jetzt noch ein bisschen mehr Cobblestone drauflegen. Ich weiß gar nicht, wenn wir den zweiten noch daneben stellen würden, würde das wahrscheinlich auch nicht schnell gehen. Aber jetzt müssen wir gerade gucken. Cobblestone. Cobblestone. Genau, nach Quintuple kommt schon Sextuple und dann sind wir nur noch zwei von Octuple weg, was uns natürlich die Möglichkeit gibt, daraus Bedrockium zu machen. Hier, Block of Bedrockium. Was um eines schneller geht als die anderen Sachen und auch toller ist, meiner Meinung nach. Ja. Cobblestone Power. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Haben wir fertig gekriegt. Ich weiß nicht, warum das da steht. Es würde mich aber interessieren. Was bist du? Nice. So. Okay. Das war ein bisschen weniger Gespräch heute in der Folge, um ganz ehrlich zu sein, weil ich bin schon etwas müde. Ich habe jetzt ein paar Folgen hintereinander aufgenommen und ich wollte das einfach mal aufgenommen haben, damit es nicht andauernd solche Ausfälle gibt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar für Sie da, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ciao. Brrr.